und herzlich willkommen hier zurück zu Sons of the Bitches. Okay, dann muss ich wohl auch. Jump up, jump up, jump up and jump down. Ja, wir gehen in die Höhle. Ja, ja. Rinnende Höhle. Rinnende Olga. Mit meinem neuen mit deinem Arm komme ich hier, flutsche ich hier einfach mit deinem so Reizdarmsyndrom, Arm, ne? So, muss man draufbleiben. So, warte mal, ich baue erstmal kurz eine Fackel. Oh ja, wie macht man die? Stock. Und Dings, ne? Cloth. Ich nehme einfach meine Taschenlampe. Ach, ey, dieses Ding hier. So, Stock und Cloth. Nice. Damit kannst du auch zuhauen, ne? Ja. Cool. Reicht eine, ja. Wie mache ich den an? Mit L. L. Sagt er dir doch sogar. L kenne ich eigentlich nur als Long. Oh, hier sind noch ein paar Fackeln. Wie heißen sie? Die Fackeln. Flares. Flares, genau. Snares. Hier, den Lufttank einsammeln, nicht vergessen. Bengale. Welchen Lufttank? Da ist ein Lufttank. Neben dem ja. Kann ich mir mal deine Stalaktiten angucken? Ich habe heute meine schicken Schuhe an, man hört sie in der Höhle. Wo war der denn? Der war doch hier irgendwo. Der war hier irgendwo. Ja, der kommt gleich. Der ist hier so ein Möppi oder was? Ah, kleiner Fisch. Ja. Nehmen wir lieber eine Waffe, oder? Ja. Wollen wir den Robson einfach weitergehen lassen und wir hauen ab? Können wir machen. Hat man aber nicht viel davon. Ich kann mich hier nicht mehr bewegen, wartet mal. Ducken. Auf einmal weiß es, Brilli. Da kommen welche. Siehst du sie? Warum leuchtest du so lila, Zwiebel? Weil ich mein Feuerzeug in der Hand habe. Ah. Ja, hat man schön der große, Angst vom Feuer. Da ist der große. Könnt ihr mir mal helfen, Leute? Geht ja. Hinter uns. Oh. Nee, okay. So, einer ist tot. Der ist auch tot. Wieder so ein Penis-Ding. Oh. Hinter uns, Leute. Ist auch tot. Wo ist der Penis-Ding? Der brennt da. Warum bin ich jetzt tot? Warum bist du tot? Irgendjemand hat noch zugehauen. Ich hab nicht zugehauen. Brilli. Der ist tot, oder? Ja, der ist tot. Ja, irgendwie habe ich jetzt was abgeschnitten von dem. Könnt ihr mich irgendwie wiederbeleben oder so? Kann hier jemanden heilen? Ja, kann ich. Guck mal, geil, Mutantenrüstung Collected. Wann geht das denn? Mir. Keine Ahnung, vielleicht nur in Höhe? Wartet mal, ich guck mal kurz in mein Inventar. Auch diese Mutantenrüstung bekommen. Hier, den kann man auch ausweiden. Keine Ahnung, wo die ist. Doch, die liegt im Inventar rum. Ganz unten? Nee. Doch, hier. Bei dem Tactical irgendwas. Ich kann den nicht mehr ausweiden, weil ihr. Was für ein Tactical irgendwas? Ah ja, da ganz unten. Nach rechts. Tragen, zack. Jetzt ganz nach rechts. Immer weiter nach rechts drehen. Immer deine Maus ganz weit nach rechts drehen. Immer weiter nach rechts drehen. Immer ach, weiter nach da. Rechts drehen. Okay. Ja, dann tragen wir die doch mal, ne? Klar. Vielleicht sehen sie uns als Partner. Boah, du Asthmatiker. Alter. Nein, ich bin krank. Nicht, ihr geht unterschiedliche Wege, Brilli und Robson. Einer links, einer rechts. Ne, was ja. Gute Party. Wollt ihr rechts oder wollt ihr links? Geh mal runter. Ah! Ah! Oh! Schrei doch nicht so, Alter. Ich denke, der ist tot. Lass den mal von Robson. Das haben die auch nur gemacht. Boah, wie zieht ihr Gierschlunde, ey. Wie ihr da auch schön eine Mutantenrüstung collected. Ja, hättet ihr die nicht mal wenigstens eine für einen Robson lassen können? Die haben dieses Spiel nur gemacht, damit Twitch-Leute und YouTube-Leute verleitet werden zu irgendwelchen sehr, sehr abstrusen Kommentaren. Ja, wahrscheinlich.
Team jetzt eigentlich irgendwas, das, das Navi anzumachen? See nee, okay. West. Das geht hier, glaube ich, nicht. My very, very best. See my best. See my best. Oh, ich konnte immer auswendig, ey. Warte mal, kann man hier trinken? Nee, schade. Geht's hier nicht weiter? Hier geht's auch weiter. Gibt mehrere Gänge. Da sind wir hier gerade hergekommen. Hier sind wir, glaube ich, gerade hergekommen, oder? Ja, ja. I'm not sure. Was? Nein. Kann es sein. Nee, nein, nicht da, wo ihr seid. Hier. Wo wir sind, geht's weiter. Ja, dann lass mal da weiter. Ich lass doch den alten Mann vor. Der oh, danke. Sehr nett. Dann hab ich's unter mir, genau. Der hat sein Leben gelebt. Genau, lass mich vor. Sollen wir hier einfach Granaten reinwerfen, bis wir nichts mehr hören? Das wird nicht lange dauern, weil wegen der Akustik und so. Naja, egal. Naja, dann kommen halt die ganzen Stalag irgendwas runter. Hier liegt ein Seil. Jo. Kann ich nicht mehr einstecken. Bin schon voll mit Seilen. Oh, hier. Cool. Beine. Und Beine. Ja, und Arme. Hier unten, ist Stoff. Stoff. Das Wasser hier, oder was? Ja. Energy Drink. Und eine Uhr. Alter, spring doch hoch. Oh, hier ist der. Der taucht, der Apparillo. Ja, Tauchgerät. Leute, wir sind besser als beim Teil 1. Nice. Alter, zieht er den jetzt direkt an, oder was? Ja. Der guckt den sich nur an. Ach so. Sollen wir jetzt hier tauchen, oder was? Ja. Hab ich ja richtig Bock drauf. Nicht. Nicht. Schön im Dunkeln tauchen gehen, das wird lustig. Hier gibt's noch Stoff. Wodka! Wodka! Wir sind gerettet! Du kannst nicht mehr tragen Wodkaflaschen, kam jetzt bei mir als Meldung. Habt ihr mal eine Flair da reingeworfen oder geht ihr einfach so zum Spaß tauchen? Hallo? Werft mal eine Flair. Wie geht das? Warte, ich mach. Wie mach ich denn die an? Also das lädt, sich, das lädt sich hier aber nicht wieder auf, ne? Also die Oxygen-Flaschen gehen halt leer einfach. Okay. Und sieht man da jetzt was unter Wasser? Und man sieht auch so, man hat quasi eine Leuchte am Rebreather. Ah, okay. Kommt ihr auch runter? Dann gehen wir hier weiter. Okay. Ah, okay, willst? Man hat den automatisch leer an. Cool. Alles ein bisschen verschwommen, aber cool. Hier links? Ja, ja. Du kennst dich schon aus, oder was? Nee, ich habe überhaupt keine Ahnung. Okay. Wahrscheinlich gehen wir jetzt hart in unseren Tod. Egal. Mit unserer super Bewaffnung. Solange alles hart ist, ist alles gut. Brilli, du ziehst Furchen in den Felsboden, pass auf. Zügel, hinter dir ist das Wasser braun. Was ist los? Hat der das Schließmuskel nachgegeben? Ist der Beutel hier platt. Beim alten Mann? Ich war lange nicht mehr duschen. Dann kommt das hier ja gerade recht. Jo. Was hier jetzt so hell? Oh, Junge. Sind wir jetzt einfach raus? Ja, wir sind jetzt quasi am Start, ne? Oder? Ja. Ja. Also haben die Höhle sogar sozusagen jetzt fertig, ja? Versteh ich nee, das da gab es noch eine Abzweigung. Das erste, was ich gemacht habe, wo ich aufgetaucht bin, das Feuerzeug wieder angemacht. Ja, ganz ehrlich, ich nehme mal an, das ist nicht wirklich eine Abzweigung, sondern es gibt einfach nur links, rechts und es kommt wieder in den gleichen großen Raum, ne? Tatsächlich, ja, wir haben die Höhle fertig. Dachten sich die Entwickler. Aha, die trollen wir alle. Die erste Höhle ist die wichtigste. Da geht's direkt zum Endboss. Und es ist wirklich eine riesige Ameise. Der Endboss. Oh Gott. Oh. Verdammt. Also ich weiß nicht, wie viel ich davon noch überlebe, ne? Patusch. Das hast du ja auch anders vorgestellt, oder? So, mit O. Warte mal, das ist aber nicht der Start, wo wir jetzt gerade sind. Doch, doch, doch. Da oben ist unser Haus. Ja. Was, wo? Nein. Da oben ist unser Haus, wo der Brille hinläuft. Ah, stimmt, ja.
Und Brilli, meinst du da oben rechts bei dem Berg, wo dieses weiße Zeug liegt, da ist Winter? Da ist immer Winter. Das ist das Schneekoppel, okay, Mann, das ist der Puderzuckerberg. Ihr seid solche Banausen. Lauf mal rückwärts, Brilli. Dreh dich mal genau um, dann siehst du den Herbst, von dem du gesprochen hast. Ja. Die waren am Anfang grün. Habt ihr auch noch diesen Kack-Rebreather an? Ja. Wetten, dass der am Anfang grün war? Er kann jetzt keinen Kiesel mehr mitnehmen, aber trägt das Ding jetzt auch noch auf dem Buckel. Sieht man das dann alles wieder aus? Wo ist denn deine legendäre Treppe, Mopsen? Hä? Ins Inventar und Rechtsklick auf den Rebreather an der Clip. Ich zeige es euch. Warte, ich baue gerade einen Molly. Du bist doch schon mollig. Da bin ich aber on fire hier, du. Hey, du bist ein Riecher. Wie stecke ich eigentlich mein Feuerzeug wieder weg? L. Ah, okay. Das ist deine Treppe, das sieht aus wie ein Billo-Hochzeitgarten, Alter. Das ist mehr Parkour als Treppe. Wie geht das denn jetzt? Ja, rausfinden, Junge. Nein, das ist der größte Scheiß, den ich je gesehen habe. Okay. Das finden wir raus. Wie er einfach 10 Stufen gebaut hat, dann gemerkt hat, ah fuck, der Winkel ist komplett falsch. Ja. Machen wir was anderes. Und nun? Geht's denn von hier weiter? Oh, ach, tut das. Also keine Mute-Taste, Junge. Habt ihr nicht verdient. Ah, oh, der Teil ist schwer. Also ich kann solche Jump-Quests nicht. Können wir nicht eine richtige Treppe bauen? Da wäre ich ja schon dreimal rumgelaufen. Vor allem, wenn ihr auch noch andere... Ich bin festgebackt. Ja. Das schaffe ich jedes Mal. Ja, siehst du, Brille, geht doch. Ey! Ich bin Erster. Wie geht's weiter? Ich komme hier nicht hoch. Ich bin Erster. Haha. Burst. Ich weiß nicht, wie ich weiterkommen soll. Erster am Feuer gewinnt. Gewonnen. Ah, hier. Okay. Sollen wir den Baumstämmen entgegenwerfen? Oh, das können wir machen, das ist lustig. Schön so Donkey Kong-mäßig, oder? Ich hab's gepackt. Alter, bist du aber richtig gut im Bergziegen-Modus unterwegs, oder? Ja. Der Brilli, der Drecksack. Ihr könnt auch gerne draußen, ne? Außen rumlaufen. Schaffst du es, Zwiebel? Ich komm hier nicht hoch. Doch, jetzt! Ah, Grip unterm Schuh hier. Mehr hast du nicht zu bieten, Brilli, oder was? Außer den Zahnstocher. War nix. Lutscher. Hat er meine Baumstammsammlung hier zerstört? Was machen wir eigentlich mit den Haxen? Hängen wir die hier zum Trocknen hin oder was? Ja. Geil. Oh, hier. Rohes Bein, roher Arm. Voll schön. Sieht gut aus. Besser als Gold. Schmeckt auch besser. Wahrscheinlich. Brilli, willst du hier deine Terrasse hier noch weiter rumziehen oder was? Das bin ich mir noch nicht so sicher. Ich glaube, hier das reicht. Andere Seite, ja. Denke ich schon. Welche andere Seite? Ja, hier noch weiter. Okay. Meint ihr, man kann die Arme und Beine auch wieder essen? Bestimmt. Im ersten Teil? Ja, ich habe davor schon so ein Bein gegessen. Hast du? Scheiße. Ja, ja. Für ein Typ, Alter. Ah, nee, habe ich verbrannt, glaube ich. Hey, warte mal, das funktioniert nicht. So. Ach doch, so, warte mal. Hoppla. Nein, habe ich nicht. Macht der eigentlich wirklich nur eine Tür? Ja. Ja. Warum ist die Tür? Die Tür. Achso, die ist offen. Okay, alles klar. Soll ich auch noch weiter hoch oder was? Und Kevin macht immer noch Pause. Weiter hoch wollten wir, glaube ich, nicht, ne? Ha! Ich habe meine Dachlöcher schließen können. Nice one. Wie soll es denn hier weitergehen, Mene? Ach so. Gute Frage. Gute Frage. Also jetzt hier noch ein Stockwerk rein, oder was? Nein, da kommt kein Stockwerk mehr rein. Alles klar. Das heißt also, du kannst hier, wo ich jetzt stehe,
eins oben drauf setzen und noch eine Schräge ranmachen. Leute, jetzt wo wir eh alle noch voll sind und so, sollen wir nicht mal die andere Richtung hinter das Lager noch ein Stück? Hier eins oben drauf und dann eine Schräge dran setzen. Anstatt jetzt ich würde halt das dritte GPS eigentlich abgrasen, oder? Musst du hochspringen für. Zwiebel, guck mal. Oder guck nicht? Mal. Warte. Du stellst ich würde da mal in die nächste Bucht und springst hoch, bis der Pfeil nach oben ist. Und dann musst du halt im richtigen Moment klicken. Ich geh da mal hin. Jetzt doch nicht alleine, du Affe. Bisschen Aktion. Genau so, perfekt. Und dann muss man das mit der Schräge genauso machen. Kommt ihr mit oder nicht? Wohin denn? Was willst du denn? Die wollen mal in die Bucht dahin. Ein bisschen erforschen gehen. Ach so, ja, klar. Oh, Alter. Machst du noch? Ja. Oh, geil. Ich habe jetzt übrigens mal ein neues Feuer. Wir leben übrigens aber nicht, wieder die Typen, ne? Drei Stück. Vier warte, Stück, warte, fünf Stück. Fünf Stück leben hier. Okay. Freunde. Dann muss ich erstmal Medizin fressen. Warte. Die kotzen irgendwas aus. Bah. Alter, was macht der da? Bah. Schick ihm doch mal einen Pfeil rüber. Das sind zwei von den Großen auf jeden Fall. Wie von den Großen? Ja, von denen, die da so kotzen. Wer kotzt denn? Alter, von nicht weit von uns. Ja, kommt mal her. Ich weiß halt nicht, wie wir so ein Lager mal komplett ausrotten können. Ich hab versucht, deren Strukturen zu zerstören, aber es hat scheinbar eine Ordnung. Ei, ich war gerade im Inventar. Was für ein Assi. Ja, was bist du für ein Doof da? Haut da mit seinem Kopf. Alter, haut mich mit seinem Kopf. Wo seid ihr denn? Pflege. Neben unserem Haus, Alter. Du siehst uns doch auf der Map. Ich war gerade eben im Inventar, Junge. Ja, natürlich, ey. Der macht zwei Schläge und ich bin tot. Ja, warte, ist down. Ja, hast du... Oh, du bist so dumm, Billy. Was denn? Ich hätte nicht doch wiederbeleben können. Seit wann geht das? Geht, glaube ich, nur in Höhlen. Ich nein, ich hätte es nicht auch gerade machen können. Voll Idiot. Da gibt es ständig diese Rüstung, oder was? Ja, von diesen Speiern da. Oh, okay. Das sind aber jetzt andere Typen, ja? Mal links den... Ach nein, jetzt noch so ein großer, okay. Ach, oh, die kotzen. Jetzt, ja, es sind also jetzt drei große. Eben war das ein großer. Und der war festgebunden. Aber die also Zelte, entweder, die Zelte sind tatsächlich weg. Aber es stehen irgendwie wieder Kisten zum Looten da. Also entweder ist ihm schlecht oder er freut sich brutal, uns zu sehen. Mhm. Boah, Alter. Robson, Alter! Das war ein nice Move, ey. Rangegangen bis auf einen Zentimeter und dann den Pfeil in den Kopf gejagt. Nicht schlecht. Zwiebel, klappt's nicht? Nee. Pass auf, hinter euch. Ist das lächerlich, ey. Die sind hinter mir her. Ach, fickt euch doch. Pass auf. Ich hab keine Pfeile mehr. Das ist so dumm, ey. Jo! Zweite Nahkampfwaffe. Könnt ihr mich bitte wiederbeleben? Ja. Komm, ne? Da bist du. Nice. Ja, es geht voll ein bisschen schnell, das ist echt nice. Okay. Interessant. Widerlich. Aber was macht man da mit dieser ganzen Mutantenrüstung, sag mal? Anziehen. Anziehen, man hat ja links neben der roten Lebensanzeige dieses, was jetzt dann wahrscheinlich gelb ist. Ich habe noch keine angelegt. Also ich habe ja schon eine. Ich weiß nicht, wie viel kann man davon anziehen? Bis das Ding voll ist, ne? Dann kann ich den Koffer nicht aufmachen. Okay. Ah, tatsächlich. Wo ist denn diese, wo ist denn das, Mutantenrüstungszeug. Ey, ich hab keinen Bock mehr, ganz ehrlich, ich verliere meine ganze Metz. Ganz rechts. Ach, hier. Rang. Warum krieg ich den scheiß Koffer nie auf? Ja, ich kann den auch nicht aufmachen. Brilli, ist der Server schon wieder am Arsch? Brilli hat andere Probleme. Was hat denn Brilli für andere Probleme? Ich komme nicht aus dem Lager raus, die verfolgen mich. Ach, geil, wie die Mutantenrüstung aussieht an euch, ist einfach mal Zwiebelpeter. Eklig, ja, ist oder? Das bestimmt. Eklig.
Du bist halt einfach mit dieser Haut. Und ich sehe meine Zehen unten, ist ja widerlich. Komm, wir müssen mal den Brilli retten gehen. Ja, lass mal zum Brilli gehen. Quatsch. Okay. Aber ich kriege die Koffer jetzt zum Beispiel nicht auf. Ich auch nicht, ich hab's ja auch nicht aufgekriegt. Okay. Buggy. Brilli, du musst einfach nur laufen. Das ist gar nicht so schwer, du musst nur laufen. Aber das hier ist ein neues Lager, in dem war ich nicht. Ja, ja, nee, du musst nur laufen, ist kein Problem. Ah, hier braucht man wieder die Schaufel, dann kann man was ausgraben. Man sieht leider keine Anzeige, wie viele Pfeile man hat, ne? Wo ist die Schaufel? Das ist eine sehr gute Frage. Man kann sie wahrscheinlich auch nicht bauen oder so, ne? Nee, du musst sie finden. Das hab da ich ist schon er doch, mal. Was heulst du denn das da so rum? Da kommt, bringt da ein paar mit. Ich kann eine Zeitbombe bauen. Oh, hier ist noch einer. Noch einer? Oh, den wieder gehen aufstehen lassen. Gehen wir das Lager raiden? Ja, klar. Ich will Rache. In the Search for the Schaufel. Einfach da geradeaus. Wo der Robson. Ja, ich sehe ihn schon. Was? Nee. Also ja, da ist einer, aber da ist nicht das Lager. Sollte vielleicht erstmal eine Mat nehmen. Hey, ist ja ein großer. Aua. Boah, hat mich fast one-hitted. Krasser Ouch. Typ, ey. In dein Anus, Junge. Der hat dich angesperrt, Tropfen. Aber komplett, ey. Ekelhaft. Mhm. Nicer Junge. So, ab die Daumen. Lass mir mal noch ein bisschen Rüstung übrig, weil der hat mich gerade mit einem Schlag komplett von meiner Rüstung befreit. Okay. Ja, die bringt also, auch, glaube ich, nicht viel, diese Kackrüstung. Ja, sonst wäre ich vielleicht... Vielleicht ist das auch einfach nur, wenn du dich damit komplett eingekleidet hast, greifen die dich nicht mehr an. Das weil die nicht sein. Mehr sehen, dass du ein Hurensohn bist. Ja. Nee, ich habe ja auch eine Knochenrüstung zum Beispiel. Aber das dabei. Bin ich ja nie, also. Ich wollte gerade sagen, außer bei Brilli, da hilft jede Rüstung, man sieht es trotzdem. Das Pudels Kern halt, ne? So, ja. Hier ist das Lager. Da sind zwei von denen. Sollen wir eine Granate rein? Ja, mach mal. Komm, ich hab nur eine hier. Lass mich mal machen. Oh, massig. Achtung. Vorsichtig, ja, bei mir fliegt auch eine. Oh, Alter. Oh, das piept. Ah, sehr gut. Da fliegen sie synchron in die Luft, die Penner. Boah, ich schneide dem den Arsch auf, ey. Geil. War richtig schön zwischen die Backen das Messer. Geil, guck mal hier. Ich mach's wie Kevin. Sexy siehst du aus, Zwiebel. Gell? Kann halt nicht jeder. Das sieht aus mit diesem Schuh. Ah, geil, da kann man chillen. Ja, ja, da kannst du dich hinsetzen, ja. Ja, ausruhen. Cool. Bringt das was, das Ausruhen? Wegen zwei Seile. Ja, du kannst halt deine Stamina wieder komplett auffüllen und etwas schneller, ne? Richtig, okay. Aber du wirst dabei, du kannst dabei angegriffen werden. Was ist hier eigentlich für eine Bucht? Die Schweinebucht. Oh, das sieht ja wieder aus wie so ein Loch, ne? Wo? Wie das Loch bei 1. Oh, das sieht aber eine schöne Aussicht hier, echt. Ich komme! Und unten ditchte dann genau auf dem Strand auf. Platsch! Dann mal runter und dann am Strand entlang zurück. Mhm, das hat ja das letzte Mal so viel Spaß gemacht. Nee, lass doch hier bleiben. Wohin denn? Die Folge dürfte doch eh gleich vorbei sein, oder? Ja. Lass wieder zurückgehen. Also da ist auch eine Höhle gar nicht weit von hier, die habe ich gerade kurz gesehen, als ich das Navi an hatte. Ja. Achso, das ist die, wo wir waren. Klar, da ist jetzt unser Haus. Okay, verstehe. Ja, wir können auch am Strand entlang, mir wurscht.
Ach, dass er sich immer so einen scheiß Ast nimmt, wenn du da falsch drauf drückst. Wo waren denn die Schädel da? Also ich finde, dass wir echt wenig Höhlen gefunden haben bis jetzt. Mhm. Entweder sind die echt sehr gut versteckt und es gibt nicht so viele, aber in Teil 1 weiß ich noch, da gab es doch an jedem. In jedem Lager gab es einen Eingang. Ja. Nee, ich dachte gerade, ich hätte eine Schippe gefunden, aber hier heißt nur, man braucht die Schippe. Ja. Ach so. Oh, da braucht man es auch schon wieder. Okay. Lächerlich. Ich würde sagen, es ist ja sehr wahrscheinlich, dass dann. Ich meine, wir hätten es am dritten GPS-Punkt gebraucht, ne? Die Schaufel. Vielleicht müssen wir dann wirklich. Ja, die Schaufel. Dann müssen wir eventuell wirklich zum zweiten und da gibt es die Schaufel. Ja. Möglich. Einfach direkt hin jetzt oder was? Nee, die Folge ist jetzt zu Ende und das war's für heute. Ja. Eine Folge geht ja wohl noch. Wir müssen ja nochmal speichern. Nee, ich bin. Am Ende meiner Hefte. Okay, dann gehe ich aber nochmal speichern. Oder wir bauen schnell. Wir gehen eh zurück. Ich bin zu Hause. Ach, Hauptsache der gnädige Herr spielt zu Hause. Ist 2 Meter weit weg. Und bei uns zu Hause ist ein riesiger Elch. Geil, mach ihn doch lang. Ja, leider schafft man das leider nicht. Okay. Und das schaffen wir auch zu viert nicht. Doch, zu viert mit Pfeil und Bogen, easy. Ich hab noch eine Nade. Der ist einfach auf unserem Balkon, der Penner. Der reißt unser ganzes Haus ab. Alter. Er hat schon mehrere Dinger da abgerissen. Was ist mit dem nicht in Ordnung? Richtiger Elch oder? Ja. Wo ist der Wichser? Da. Ist hier oben im zweiten Stockwerk. Hat wieder jemand die Tür nicht zugemacht? Oder? Jetzt ist er runtergefallen. Was war das? Ich sehe ihn. Ja, tatsächlich. Stimmt. Mistvieh, ey. Der war in der Wand gebackt. Big Moose hier, bist du on fire, Junge. Greift der an? Ist der aggro oder wird? Nee, der haut ab. Wichser, der hat einfach. Flucht. Weiß ich nicht, was alles zerstört da. Fluchttier. Auf jeden Fall die Tür, das habe ich gesehen, oder? Nee, doch nicht. Wo sind der hin? Übrigens kann ich euch als Nahkampfwaffe die selbstgebaute Keule empfehlen, die aus einem Schädel und Seil. Ja, die hab ich schon. Ach, hast du schon. Ja. Hab ihn. Sauber. Hast du einen Kalk gemacht? Ja. Wow. Ja, ich hatte den aber auch schon. Hier bei mir, da gibt es wahrscheinlich auch noch Fälle, wenn ihr kommt. Ja. Wir reden ja nicht dann auf dem Weg. Neuer Fall für die Fragezeichen bin ich dabei. Auf jeden Fall noch gut Meat hier. Kann dir nichts Meaty machen. Meaty Boy. Bin zu spät. Nee, gibt nichts mehr. Na, Hauptsache nochmal den Speer reindrängen. Angewohnheit ist halt Angewohnheit. Ja, aber der Wind ist schon ein bisschen over the top hier. Ja. Koniferen biegen sie nicht so krass, Alter. Wie macht man die Feuer wieder weg? Draufpinkeln. Das stimmt auch mit C. Nee, es funktioniert nicht. Ich habe keine Ahnung. Dann vielleicht mit irgendwas draufhauen? Habe ich auch schon probiert mit dem Stock, aber es hat nicht funktioniert. Komisch. Vielleicht mit dem Repair-Tool? Weg ist es. Jetzt ist es weg. Wie? Einfach draufhauen. Mit der Axt. Mit der Axt. So, dann lass mal speichern. Warte mal, was macht denn Kevin hier? Kann man dem jetzt mal sagen, er soll was machen? Ja. Hol. Aber ich weiß nicht, ob er auf dich hört, so wie du aussiehst. Stämme. Und mir geben. Mächtig große Worte von so einem Hässler wie dir, Brilli. Der macht nichts, die faule Sau. Der macht bei mir nichts. Was dann hier ein Überstand, Mene? Wir sind 4 Leute, ihr habt ein Bett gebaut. Überstand? Ja, Körperwärme und so, verstehst was du? Das ist doch nicht mal ein Bett, das ist, was soll das sein? Da passt doch keiner drauf. Futon. Ja, vor allem nicht wir 4. Naja. Naja, man kann schon rein und so. Verstehst du? Verdichten und so. Ja? Ja, okay. Ich will das alles nicht wissen. Zwiebel sieht aus. Ist einfach zum Schreien. So, pennt er jetzt oder was? Ah ne, wir müssen gar nicht pennen. Wir müssen nicht speichern, pennen. Ne? Ja, also speichern. Wartet, jetzt. Okay. Ja, liebe Leute, dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuschauen hier bei Seven in the Wilds. und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Prost, bis zum nächsten Mal. Tschüss.